Fanatiker bin ich nicht. Mozart ist einer, denn er hat die Noten gemacht, die wir machen müssen. Also dies, das sind doch die Fanatiker. Wir müssen so spielen, wie es geschrieben ist. Also übrigens, über die Proben möchte ich auch Ihren Zuhörern noch was dazu sagen. Das, was Sie vielleicht nicht wissen. Je besser ein Orchester ist, desto mehr muss man probieren. Denn desto höher die Resultate sind. Mit einem mittelmäßigen Orchester ist man nach 3 Proben fertig. Die Noten sind da, Piano und Forte, schnell und langsam sitzt auch. Also was soll man noch sagen? Mit einem Orchester, welches Feinheiten schaffen kann, eröffnen sich die Möglichkeiten, die Klangkombinationsmöglichkeiten natürlich in höchstem Maße. Je mehr ein Orchester kann, desto mehr kann man reinbekommen. Desto belebter können die Mittelstimmen sein. Das ist bei einem mittelmäßigen Orchester nicht der Fall. Also, je besser ein Orchester, desto mehr muss man probieren, denn desto höher liegen dann die Resultate, die Endergebnisse. Und es wird sehr viele Weltspitzenorchester geben, die sich dagegen wehren, wenn sie kommen und sagen, Selbstverständlich, die Einstellung eines Weltorchesters, ich kenne doch das alles. Wobei eine Aufführung mit einem großen Orchester heutzutage nur die Summe der aller Traditionsfehler darstellt und nichts weiter. Mit 3 Proben kann man gar nicht das bessern, was sich durch die Zeit sich eingebürgert hat und zu der Partitur nicht gehört. Auslaufen. Tiri noch halten. Tiri war zu sehr sforzato, zu sehr äußerlich. Die 2. Stelle, kann man das? Ja. Nochmal, bitte. Mit Auftakt, bitte. Es ist eine wunderbare Klarinettenstelle, die wir verdecken durch einen rücksichtsloses Mezzopiano. Wir wollen auch das hören, sonst hat das Makulatur geschrieben. Zart. Auf die Klarinette sich etwas einstellen. Papirim,
Leichte die Fagotte. Leichte die Hörner. Auflösen! Auflösen! Gestalten, die Pedaltöne sind nicht klar. Pati, raram, pipi, pari, pim, pi, raram, pim. Zweiter, vierter Takt ist die Gefahr, ja. Auch bei uns ist es so, wir erleichtern zweiten, vierten. Wir gehen etwas mit der Phrasierung des Hornes oder der Hauptstimme. Bitte nochmal. Ja, Kinder, ti, raram, bevor dieses Piano, wenn nicht das kleine Crescendo kaum nicht rauskommt aus der Linie. Vielleicht vier Takte vor diesem Thema. 4 vor F, bitte.